Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem YouTube-Kanal. Ja, schön, dass du zu mir gefunden hast. Wir werden heute ein Wochenorakel machen und zwar, ja, was die Karten uns für die kommende Woche sagen möchten. Das Orakel ist auch zeitlos, das heißt, wann immer du das findest und du damit in Resonanz gehst, hat das für dich auch eine Bedeutung. So, wir fangen mit dem Mondorakel an und nehmen dann auch noch ein Krafttier für dich, bevor wir dann mit dem Tarot weitermachen. Hier ist eine rausgesprungen. Ja, hier ist gefallen. Der Vollmond im Wassermann. Zeig der Welt dein wahres Ich. Ja, in der kommenden Woche geht es einfach darum, jetzt authentisch zu sein, deinem Herzen zu folgen und sich auch nicht für andere Menschen zu verbiegen und zu verstellen. Wir sehen jetzt auch gleich noch mal näher rein in die anderen Karten, worum es da spezifisch geht. Genau, aber in der kommenden Woche geht es vor allem darum, dass du vielleicht sogar unter Umständen jetzt mutig sein darfst, einfach dein wahres Ich zu zeigen. Deine Bedürfnisse vielleicht auch, ja, vielleicht in einer Partnerschaft, auf der Arbeitsstelle. Einfach, dass du, ne, weil du hast ja auch Dinge, die du gerne möchtest. Und da geht es jetzt einfach auch darum, dass du das auch offen äußern kannst gegenüber anderen Menschen und vielleicht auch eine Ablehnung vor anderen Menschen ablegen kannst, ja, sodass du dich quasi und deine Bedürfnisse eben auch auf einen Podest stellst. So, wir ziehen jetzt mal ein Krafttier für dich. Hier ist gefallen der Frosch. Das ist interessant. Miste aus. Ja, da geht es natürlich auch darum, gerade auch mit dem Zeige der Welt dein wahres Ich. Ja, vielleicht verharrst du irgendwo in Dingen, wo du es eher anderen Menschen recht machen wolltest, aber es passt irgendwie nicht zu deinem inneren Frieden. Und da sagt dir das Tierorakel jetzt auch, schau dir mal die Lebensbereiche an oder vielleicht weißt du auch jetzt gerade genau, worum es geht und wo kannst du unter Umständen ausmisten, sodass du Raum für etwas Neues schaffst. Weil wenn der Raum zum Beispiel auch voll ist, dann kann nichts Neues reinkommen. Miste aus ist auch natürlich immer sehr hilfreich, wenn du zum Beispiel jeden Tag mal zu Hause eine Schublade aussortierst, Dinge aussortierst, die gar nicht mehr zu deiner Gegenwart oder zu deiner Zukunft passen. Ja, weil das ist irgendwie auch so eine Befreiung, wenn man da auch so ein bisschen ausmistet. Aber natürlich auch Lebensbereiche. Wir schauen jetzt mal mit dem Tarot, was die kommende Woche bringen mag. So, es sind drei Karten gefallen: der König der Stäbe, die vier der Schwerter, der Turm. Noch drei Karten. Ich mache die mal weiter hoch. Die Gerechtigkeit, die zwei der Münzen. Und die Herrscherin. So, dann nehme ich auch Klärungskarten. Und zwar werde ich heute sogar mal das Lenormand als Klärungskarte nehmen. Genau, also es geht auf jeden Fall hier auch um eine andere Person, ein König der Stäbe. Vielleicht hast du es mit einem Feuerzeichen zu tun oder aber auch kann es ein Chef sein. Es kann aber auch einfach ein Mensch sein, der sehr dominant ist, selbstbewusst, auch sehr charismatisch, ja. Und hier nehme ich wahr, spielt dieser Mensch auch eine Rolle in der kommenden Woche in deinem Leben. Wir nehmen jetzt aber auch nochmal Klärungskarten auf den König der Stäbe. Der Bär. Okay. Ja, genau. Der Bär steht ja auch für Macht, ja, für Stärke, eine Autoritätsperson, sehr selbstbewusst. Aber auch kann es hier unter Umständen auch um eine Seelenpartnerschaft sein, die du mit diesem Menschen hier verbindest. Ja, hier haben wir auch die vier der Schwerter, die Brücken. Auf den Turm noch gerne, bevor ich jetzt hier weitermache. Da ist eine rausgefallen. Oh, okay, schaut mal. Hier haben wir schon wieder ein Herr. Das ist sehr interessant. Also was ich hier tatsächlich wahrnehme ist, ne, weil die Brücken, die stehen ja auch dafür, gerade jetzt auch in Verbindung mit dem Frosch, Miste aus. Und bei dir kann es jetzt wirklich in der kommenden Woche darum gehen, dass du für dich eine Entscheidung triffst,
dass du für dich wirklich eine Entscheidung triffst, ab sofort authentisch dein Ich zu leben. Weil die Brücke, ich verbinde das jetzt hier auch tatsächlich mit dem König der Stäbe und den Vier der Schwertern. Und hier ist so eine Brücke zwischen euch, also ne, diesen beiden Karten. Und das könnte hier eben auch der Clou sein. Also, dass diese Person sich dir nähert, wieder auf einen Schritt auf dich zugeht, wieder an Respekt gewinnt, ja. Das ist sehr interessant. Also ich hatte ja auch schon eben gesagt, ja, es geht hier um eine sehr selbstbewusste Person, vielleicht sogar sehr autoritäre Person, aber auch eine Seelenpartnerschaft. Und ich habe das Gefühl, dass wenn es jetzt hier um die Liebe oder Freundschaften, ne, oder generell Verhältnisse mit anderen Menschen geht, habe ich das Gefühl, weil wir hier auch den Turm mit dem, auch mit dem Heer haben, dass das hier der Knackpunkt sein wird, wenn du da auf einmal anfängst, wirklich deine Grenzen zu zeigen, dein wahres Ich zu zeigen, für dich auch wirklich eine Entscheidung triffst, was akzeptierst du noch in deinem Leben und was nicht, auch mit dem Miste aus. Es muss nicht unbedingt diese physischen Dinge sein. Es können auch einfach Verhaltensweisen sein, die du nicht mehr akzeptieren möchtest, ja? Weil stell dir mal vor, du tust oder du lässt, weil du vielleicht Respekt hast oder Angst hast, etwas im Leben zu verlieren oder einen Menschen zu verlieren, zu viel mit dir machen, versuchst es dem anderen Menschen recht zu machen, ja? Und da geht es jetzt einfach darum, zieh die Zügel an, zeig dein wahres Ich, stell auch deine Bedingungen, die du für dich, die dir einfach auch wichtig sind, ja? Weil das könnte hier wirklich in der kommenden Woche, ja, dieser Schlüssel sein, dass hier eine Brücke zwischen euch beiden wiederhergestellt wird und dass auf einmal diese Person, also dieser König der Stäbe, auf einmal anfängt, sehr viel Respekt zu dir zu entwickeln, ja, aber auch Vertrauen, weil wir ein Mensch zum Beispiel, der sein wahres Ich zeigen kann, der authentisch ist, dem vertraut man auch in der Regel mehr, weil man diesen Menschen auch einfach viel besser einschätzen kann, ja, weil man sich einfach auf die Worte und Dinge, die oder Aktionen, die man tut, viel besser verlassen kann, weil man weiß, okay, das kommt jetzt wirklich aus der Ehrlichkeit heraus, ohne dass man irgendwie etwas gemacht hat, wegen der Angst zum Beispiel, ja. Und auch hier mit dem Turm, ja, ist in der kommenden Woche eben angezeigt, weil der Turm, das ist auch etwas, bricht ganz plötzlich zusammen. Das heißt, wenn du jetzt wirklich für dich diese Entscheidung triffst, sehe ich hier eben auch tatsächlich ein Angebot, also so wie so eine Annäherung von einem Menschen auf dich bezogen, ja, weil eben diese alten Strukturen, sage ich jetzt mal, dann zum Zusammenbruch kommen würden, wenn du auf einmal anfängst, deine ganze Energie zu dir zurückzunehmen und wirklich, ja, dir selber treu zu sein. Und das spürt natürlich auch dieser König der Stäbe, den ich jetzt auch als diesen Menschen hier wahrnehme. Und ganz schnell kommt dieser Mensch auch wieder schnell in die Annäherung auf dich zugeritten, ja, sage ich jetzt mal. Das ist sehr interessant und das ist hier eben auch diese Brücke, die geschlagen wird zwischen euch beiden. Wir haben hier jetzt im Anschluss noch die Gerechtigkeit. Der Fuchs, den haben, hier haben wir den Fuchs. Ja, genau, und da geht es eben auch darum, weil die Gerechtigkeit, ja, da ist jetzt in der kommenden Woche quasi angezeigt. Also die Karten raten dir jetzt wirklich, egal in welcher Situation du jetzt drinne steckst, eine Entscheidung zu treffen. Und zwar, wenn du das Gefühl hattest, in irgendeiner Weise wurdest du belogen oder betrogen oder angelogen zum Beispiel, ja, dass du jetzt für dich wirklich diese Entscheidung triffst, dass du dir wichtiger bist als die andere Person, wenn die andere Person dich jetzt zum Beispiel angelogen hat oder betrogen hat, ja, oder getäuscht hat einfach auch. Genau, und das meine ich hier eben auch. Es kann sehr gut sein, dass dieser König der Stäbe mit dir in der Vergangenheit ein bisschen gespielt hat, ne, weil er vielleicht so ein bisschen den Respekt verloren hat, sage ich jetzt mal. Und ich habe ja hier auch schon gesagt, sobald du hier schaffst, ja, deine Energie wieder zu dir zurückzuholen, deinen Selbstwert zu erkennen und dass du eben
es genauso verdient hast, im Leben dein wahres Ich zu leben, ja, dass du dich nicht immer anpassen musst, sofern du jetzt hier in Resonanz gehst, dann wird dir das auch wirklich sehr, sehr leicht fallen, eine Entscheidung für dich zu treffen, dich einfach auch nicht mehr täuschen zu lassen oder anlügen zu lassen, sage ich jetzt mal, ja, oder an der langen Leine halten zu lassen. Und dann kommt das auch ganz automatisch und dann wirst du auch sehen, Leute werden dich viel mehr respektieren, ja, wenn du es nicht immer versuchst, anderen recht zu machen. Wie gesagt, schau bitte, ob du in Resonanz mit dieser Legung gehst, mit diesem Wochenorakel. Wir haben hier noch die zwei der Münzen. Und das Interessante ist, ich habe ja hier oben gesagt, ja, dass wenn du für dich einfach diese Entscheidung triffst, jetzt ab sofort dein wahres Ich zu leben und wirklich auch reflektierst, was mit diesem König der Stäbe passiert ist in der Vergangenheit, dann wirst du dir über viele Dinge auch viel mehr bewusst oder das aus der Vogelperspektive mal betrachtest. Und auch wenn das hier eine Annäherung ist, dass dieser König der Stäbe hier tatsächlich wieder einen Schritt auf dich zukommt, weil er spürt das natürlich auch energetisch, sofern du diese Entscheidung für dich triffst. Na, da kommt ja dann diese Annäherung, was ich hier wahrnehme. Ist es dennoch so, was ich hier wahrnehme, ist, dass du dann trotzdem nochmal reflektierst, kann dieser Mensch sich so stark ändern oder hat er mich zu sehr getäuscht in der Vergangenheit, wo ich hier einfach auch eine Entscheidung von deiner Seite her sehe, wo ja natürlich auch das Froschtier sagt, Mister aus, schau einfach, ob du nochmal daran glaubst, dass ein Mensch sich hier so ändern kann, ja, oder aber, weil wir haben hier auch die zwei der Münzen mit dem Schiff und das Schiff steht ja auch für Sehnsüchte und Träume und du hast ja auch Ziele im Leben und da geht es einfach auch darum, überleg, ob du diese Sehnsucht, sage ich jetzt mal, zum Beispiel mit diesem König der Stäbe leben kannst, ja, oder aber, sage ich jetzt mal, du nicht wirklich daran glaubst, weil irgendeine innere Stimme dir sagt, nee, das ist nicht das Richtige. Und da ist hier eben auch dieses Jonglieren angezeigt. Schau da einfach, dass du diese Entscheidung für dich triffst. Fühlt sich das richtig an? Ja, wenn es dieser König der Stäbe ist, kann er sich wirklich so ändern oder kommt er dann wirklich nur zurück, wenn du jetzt diese Entscheidung für dich getroffen hast, ein wahres Ich zu leben? Oder aber ziehst du eben weiter, weil du das Gefühl hast, okay, mit diesem Menschen kannst du deine Sehnsüchte und Träume nicht wirklich in der Zukunft leben? Und das kann bei jedem von euch anders sein. Da gilt es jetzt auch wirklich darum, auf deine Intuition zu hören, ja? Genau, und vor allem mutig die Entscheidung zu treffen, egal in welche Richtung. Hauptsache nicht aus der Angst heraus, weil sobald wir Angst haben, einen Menschen zu verlieren, treffen wir sowieso nicht die richtigen Entscheidungen und tun uns meistens unterbewusst auch klein machen, ja? Genau. Was ich hier sehr schön finde, ist, dass wir hier im Anschluss auch die Herrscherin haben. Und das ist ja auch, ich mache mal eine Klärungskarte da drauf. Wow, die Lilien. Genau. Und die Herrscherin ist ja auch so eine, hier an der Unterseite haben wir das Herz, ich kann es ja mal rauslegen. Und der Schlüsselpunkt ist tatsächlich, ja, komm in die Energie der Herrscherin, sei selbstbestimmt, wie so eine Königin, sitz auf deinem Thron, du weißt, wer du bist, du musst nichts leisten oder tun, um geliebt zu werden, du bist bereits schon voll und ganz, ja. Genau, komm in deine eigene Leidenschaft wieder, ja, verfolge die Dinge, für die du brennst und die Menschen, die mit dir auf diese Reise gehen wollen, aus ihrem eigenen Willen heraus, die sind herzlichst willkommen, ja, und die auch ehrlich zu dir sind und die Menschen, wo du das Gefühl hast, ah, die täuschen mich oder die meinen es nicht so gut mit mir, die kannst du dann auch in Liebe gehen lassen, weil du eben auch für dich einfach dieses wahre Ich leben kannst und dieses Vertrauen hast, dass sowieso alles zum Guten für dich kommt. Und auch gerade mit dem Herz an der Unterseite, es können jetzt beide Bedeutungen haben. Erstens natürlich, wenn du dein wahres Ich zeigst und den Mut hast, auszumisten das ein oder andere aus deinem Leben, dann kommst du so stark auch in deine Selbstliebe, was wiederum natürlich auch bedeutet, dass du auch die Liebe im Außen anziehst, ja? Und ich habe ja auch gesagt, das ist hier so diese Brücke, dieser König der Stäbe, der wird sich wieder sehr schnell zu dir hingezogen fühlen. Das wird auch schlagartig dann hier passieren, ja, wenn du hier für dich eine Entscheidung triffst, authentisch zu leben, für dich selbst und auch wirklich deine
Werte kommunizierst, muss noch nicht mal gesagt werden, reicht nur, wenn du davon innerlich überzeugt bist, weil das spüren andere Menschen, ja? Genau, und das, wie gesagt, bei dem einen von euch ist es dann tatsächlich so, dass das hier sich dann komplett zum Positiven wendet und bei den anderen von euch ist es dann wirklich so, weil wir haben hier ja auch die Entscheidung und die zwei der Münzen, dass sie dann doch realisieren, okay, dieser Mensch passt gar nicht so zu meinen Sehnsüchten, ich ziehe weiter, weil es gibt etwas viel Besseres da draußen für mich. Das ist wirklich sehr interessant, das Wochenorakel. Ich möchte gerne nochmal, bevor wir das beenden, eine Engelsbotschaft für dich ziehen. So. Hier haben wir die Vergebung. Ich lese die Karte noch vor. Die Engelsweisheit erinnert dich daran, dass bestimmte Menschen und Situationen dir als Herausforderung gesandt werden. Sie sind deine wichtigsten Lehrer. Ohne sie könnte deine Seele nicht weiterentwickeln. Und dies ist deine Botschaft. Mache dich von allen Verletzungen, allem Groll und Zorn der Vergangenheit frei. Erst wenn du dir selbst und anderen vergibst, wird dein Karma aus der Chronik deiner Seele getilgt. Dann wirst du wieder Liebe in deinem Herzen spüren und genießen können und ein leichtes, unbeschwertes Gemüt haben. Bitte die Engel, dass sie dir helfen, all deine Verletzungen, deinen Zorn und deine Schuldgefühle ins Nichts aufzulösen. Sie werden dir alle Bürden von den Schultern nehmen. Wenn du bedingungslos liebst, gibt es nichts zu verzeihen. Liebe ist dazu da, um zu geben. Also öffne dein Herz und gib anderen Menschen deine Liebe. Affirmation, ich verzeihe mir selbst und anderen. Ich bin frei. Ja, und das passt natürlich hier wie die Faust aufs Auge, ja. Vor allem gerade durch bestimmte Menschen, zum Beispiel, die dich vielleicht getäuscht haben in der Vergangenheit, ja, die wurden dir auf deinen Weg geschickt. Wir bekommen nie das im Leben, was wir wollen, sondern das, was wir brauchen als Lebensaufgabe, ne? Je nachdem, wie auch deine innere Schwingung ist. Und bedenke immer, das ist natürlich dann auch, kann auch wirklich ein Geschenk sein, ja, wenn man solchen Menschen begegnet, weil man dann unheimlich dadurch ein Wachspotenzial drinne hat und dadurch viel lernen kann. Stell dir mal vor, ein Mensch hat es immer einfach im Leben, hat nie eine Challenge oder nie schlechte Erfahrung, sage ich jetzt mal. Der Mensch kann ja gar nicht wachsen. Ne? Man wächst immer durch diese, sage ich mal, schlimmen Erfahrungen oder einfach Enttäuschungen auch. Da lernt man unheimlich viel über sich selbst. Und genau hierum geht es auch in diesem Wochenorakel. Und wie gesagt, ja, wenn du in deine Vergebung kommst und wirklich auch reflektierst und dich dadurch weiterentwickelst und dadurch auch gelernt hast, sage ich jetzt mal, durch gewisse Täuschung wieder dein wahres Ich zu leben und den Mut zu entwickeln, dann A, kann es entweder sein, dass der Mensch sich komplett dir anpasst, sage ich jetzt mal, und auf dich zukommt, weil er spürt, okay, du hast deine Grenzen, mit dir kann man das gar nicht so machen mehr, ne, dieses Täuschen. Oder aber du dockst überhaupt gar nicht mehr an diesen Menschen an, weil du dich so weiterentwickelt hast, dass du dieses Gefühl entwickelst, du hast etwas viel Besseres verdient. Ne? Das kann jetzt hier für beide Seiten von euch sein. Genau, sehr interessante Legung. Ja, meine Lieben, dann schaut bitte, ob ihr in Resonanz damit gegangen seid. Wenn euch die Legung gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Abo, Like oder Kommentar. Dann habt noch ein ganz tolles Wochenende. Hier bei mir ist es sehr verschneit. Also ich habe hier, glaube ich, 10 cm Neuschnee auf meiner Terrasse. Aber gut, wir haben ja noch April. Wir hatten aber einen wunderschönen März. Also ich habe die Sonne total genossen. Es hat mir echt wieder viel Energie gegeben. Und wollen wir mal hoffen, dass die Sonne wieder schnell rauskommt. Okay, dann macht's gut, ja? Okay, tschüss.